Jenny, jetzt sei ehrlich, hast du gekauft oder hast du selber gemacht? Ich habe gekauft. Mit OnlyFans habe ich dann, glaube ich, im Monat Euro verdient. Mal 15.000 Euro. Fuck off. Was? Ja. Und ich habe jetzt immer noch, wenn ich irgendjemanden in meinem Umfeld habe, der auch nur aus Spaß sowas macht oder irgendwas, so in der Art und Weise einen Witz bringt oder so, instant. Wie so ein Trauma, was immer wieder hochkommt. Von Cosplay über OnlyFans zu Twitch. Jenyan hat einen spannenden Internetwerdegang. In der Corner sprechen wir über ihren Lebensweg, aber auch unter anderem über Themen wie Depressionen und Alkoholismus. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, stehen in der Beschreibung entsprechende Timestamps, um diese Parts zu überspringen. Dazu werde ich kurz vor den entsprechenden Bits darauf hinweisen. Viel Spaß mit der Folge. Oh. Das war absolut nicht gestellt, dass wir gerade off. Was geht ab? Jen ist in der Corner. Grüß dich, Hallöchen. Hallo. Ja. Guten Tag, die Dame. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wir sind in wunderbaren Berlin. Ja. Echt? Hier wohnst du ja auch. Ich wohne hier. Und ich nicht, zum Glück. Wo wohnst du denn? Weißt du es nicht? Ich wohne in Köln. Ach so. Köln! Es gibt immer drei Fraktionen, habe ich das Gefühl. Berlin, Hamburg und Köln. Ja, München ist tote Hose. Ja. Habe ich schon in den letzten Folgen geklärt. Das ist kein Schwein, ne? Ja, keine Sau. Ist minus. Kennst du minus 11? Nee. Ist auch eine Streamerin. Die ist in München, Moji ist in München. Ja. Yeah. Ehrensache war in München, der ist jetzt aber auch in Köln. Und sonst fällt mir keiner mehr ein. Aber die meisten sind in Berlin. Die meisten sind in... Nein. Hä, sind die meisten... Nein. Ja, von deiner Truppe. Ich denke schon. Ja, also von deiner... Nein. Oh, doch, ich denke schon. Okay, das... Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten... Oh fuck, du kannst reden. Ja, doch. Ja, natürlich. Es ist immer so, ja, ich fahre nach Berlin. Alle kommen immer nach Berlin. Ja, ich glaube, ihr seid einfach, ihr seid mehr. Ja. Scheiße, das kann gut sein. Ja, deswegen bin ich nach Berlin gezogen. Kein Schwein war in Leipzig. Kommst du eigentlich aus Leipzig? Ich komme eigentlich aus Leipzig. Ich kann jetzt von mir aus die ganze Stunde auch auf sechs blabbern. Ehrlich? Ja, klar. Hast du aber einfach immer so geredet oder wie? Ja, klar. Auch mit Mutter und Vater und so? Ja. Geil. Das ist jetzt noch so, wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann wird losgesächselt. Ey, ich weiß nicht, ob du das fühlst. Ich habe das immer, wenn ich in die Heimat fahre, ja? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Ja. Wenn du, sobald du über die Ländergrenze fährst, ist wie so ein Scanner. Ja. Und dann hast du einen Dialekt wieder drin. Ja. Ist das bei dir genauso? Ja, es ist so. Das ist so geil. Das ist normal. Das ist voll normal. So, und dann, wenn ich dann wieder irgendwie auf dem Land bin und dann quatschst du so mit den Jungs so irgendwie und dann... Ja, dem Meier seine Alte hat wieder gekalbt oder irgend sowas. Und dann geht's los. Dann sind wir alle wieder voll im Stack drin. Ja, Schneider, was hast du jetzt gemacht? Ja, wieder schön die Wiese gegrubbert. Ja, klar. Wie hast du dir das abgewöhnt? Wie hast du es dir abgewöhnt, so zu reden? Ich hab's mir nicht wirklich abgewöhnt. Ja. Und ich bin auch jemand, der sehr viel, wie aus dem Werner-Film noch sehr viel plattdeutsche Wörter reinschmeißt. Ja. Ich habe es nie so richtig gelernt, aber es ist halt einfach gängiger Sprachgebrauch bei uns. Mhm. Wie wir jetzt mittlerweile irgendwie mit so Anglizismen um uns werfen, so appreciate. Ja, ich appreciate das. Actually. Ja. So. Ja. Redest du auch so? Ja, leider. Ja, same. Aber nicht so viel. Also weird. Ja. Yeah. Ich sag so, ja, same. Ja, same. Aber das ist halt gängig bei uns. Ja. Ja, aber wenn du jetzt auf Twitter fragen würdest, dann würden die alle sagen, wir haben alle unsere Sprache verloren. Wir haben alle einen Schaden. Sehr problematisch. Ja, scheiße. Ist das was dich beschäftigt? So wie Leute sich auf Twitter verhalten? Weil ich sag mal, von deinem Eindruck her oder von meinem Eindruck her, wie auf dich. Ja. So, bist du jemand, der versucht, sehr positiv immer dem ganzen Negativen im Internet entgegenzuwirken? Ja, leider. Ja. Leider. Ja, also für mich ist das echt krass. Also ich war früher sehr viel aktiv auf Twitter. X mittlerweile. Ja, ja. Sehr viel. Ich habe auch überall meinen Beef dazugegeben und ich war richtig drin. Ich war richtig drin. Ehrlich? Ja, ich habe auch richtig provoziert, Junge. Ehrlich? Ja, ja. Aber ich weiß auch nicht, warum. Ich brauchte das irgendwie, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das total dumm ist. Ja. Und dann habe ich mich zurückgezogen und habe nur noch gelesen und habe gemerkt, auch durch das Lesen, das macht mich krank. Das macht mich so krank, dieses Bedürfnis zu haben, im Alltag auf Twitter zu gehen und mir die Scheiße durchzulesen, weil du siehst nichts Positives. Es macht einfach nur traurig. Es ist zum Glück noch nicht so ganz krass und artet wie auf TikTok. Schlimm, dass man das sagen muss. Ey, hör auf damit. Da bin ich auch voll drin. Aber TikTok ist die volle Härte. Ja. Du, vor allem, du weißt es ja, weil du krass auf TikTok warst. Ja, ja. Ich glaube, du machst es nicht mehr so krass. Ich lade nur noch Twitch-Clips hoch. Und auch da, Junge. Ja, es ist Junge, krass, hä? Banalitäten. Ich habe, bestes Beispiel. Okay. Ich habe vorgestern einen Clip hochgeladen. Ich habe gestreamt. Ich habe meine Haare braun gefärbt, um meine Haare so ein bisschen runterzukommen. Sieht fantastisch aus. Dankeschön. So, klar. Ich war vorher blond. So. Mhm. Und dann ist das Frage? Unwichtige Frage, nur für mich als Connoisseur. Ja. Ist das deine Naturfarbe? Das ist meine Naturfarbe.
Ja, doch. Aber ich habe trotzdem noch ein paar Tapes drin. Na klar. Ja, ja. Wir kennen das doch, die Tricks. Das nein, warte, auf jeden Fall, ich habe gestreamt und da kommt so ein Typ rein in meinen Chat und mein Stream ist halt super cozy. Ja. Entspannt und hey. Ein Mausestream halt. Genau, voll. Ja, so. Und dann kommt einer rein und meint, ey Jen, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr in deinem Stream. Alter, du siehst ja aus wie Mitte 40 mit den braunen Haaren. So. Und ich gucke halt und denke so, okay, warte mal, der hat vor 5 Tagen das letzte Mal geschrieben. Yeah. Also, what the fuck. Und oh, da gibt's Hundekampf, Junge, Hundekampf. Oh, Hundekampf. Oh. 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 Warte, wir müssen kurz gucken. Alles gut. Alles gut. Ja, da freut sich wieder. Ist wieder gut drauf. Junge. Es ist halt gesetzt, dass immer, wenn wir irgendwo aufnehmen, dass irgendwas Lustiges passiert. Einfach. Also irgendwas so völlig random. Was war das denn? Ja, ja, und jetzt passiert was so. Also ich hab's auch noch nie. Ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Ich werde jetzt im April 28, ja? Ja. Und ich habe schon in meinem Leben viele Hunde gesehen. Ja. Aber dass so out of nowhere so auf der, so irgendwo im Park so ein Hundekampf eskaliert, ist mir persönlich auch noch nicht so passiert. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen geil diese wieder. Diese kleinen Zwerghunde. Ey, wir hatten, pass auf, das war, da war Shorty noch nicht am Start. Das war Folge 2, also schon Funkstaffel, Folge 2 mit Marjan. Da haben wir, oh, das war so dumm, an dieser, oh, diese, wie heißt diese Brücke mit diesen Bögen in Berlin? Diese ganz bekannte. Das ist auch mit Ziegelstein und so, Rotenbaumbrücke? Nee, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die kennt man immer aus so Schnittbildern von Berlin Tag und Nacht und so. Ja. Auf jeden Fall haben wir da auf dieser Brücke gedreht. Vollkommen eine scheiß Idee, weil da war Baustelle, war viel Stau und so. Aber wir hatten jetzt einfach nicht so die Zeit und mussten da drehen. Und wir haben einfach, und man kann es sogar in der Folge, relativ zum Ende, müsst ihr mal nachschauen, Corner-Folge mit Marjan, ist einfach so, wie man es im Hintergrund hört, wie so ein Auto gegen ein anderes fährt. So hinten rein. So ein Autounfall. Ich habe noch nie mal neben so einen Autounfall gewitnessed, ja. Und dann in der Aufnahme fährt er einfach so ein, obwohl doch, habe ich schon mal. Mir ist tatsächlich mal, ich weiß nicht, hast du einen Führerschein gemacht? Ja. Mir ist tatsächlich in der Fahrstunde mal einer raufgefahren. Das ist auch geil, wenn das passiert. Oh mein Gott. Ja, aber sonst eigentlich nicht. Gezeichnet fürs Leben. Vollkommen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei TikTok. Ah ja, genau. Ich habe gestreamt. Ja. Der Kommentar. Der Kommentar. Wunderbaren netten Kommentar geschrieben, dass du jetzt leider sehr, sehr alt aussiehst, Jen. Mitte 40 sehe ich jetzt aus. So. Hat er recht. Ne? Ja, hat er recht. Aber gut, das ist ein knackige Mitte 40. So. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt. Na, der hat ja vor 5 Tagen aber das letzte Mal geschrieben. Ich dachte, hä? Okay. Dann habe ich halt kurz die anderen gemutet, habe das vorgelesen, dachte, habe gesagt, danke fürs Kompliment, verpiss dich aus meinem Stream und habe halt gepermabannt. Ja, Macher. So, ja. So, ne? Ja, muss, weil, ja, so, damit muss man so, auch so weil umgehen. Weil das ist ja, ich sag mal, Stream ist halt wie Wohnzimmer und ich entscheide, wer am Tisch sitzt auf der Couch und wer nicht. So. Und sowas bringt mir halt keinen Mehrwert. So, dann habe ich gebannt. So alle so, oh, lustig, ich so auch lustig. Und ich habe diesen Clip auf TikTok hochgeladen. Ja. Da, die ist so abgehoben, oh, ist die Kritik unfähig, Meinungsfreiheit, die hat aber ein angekratztes Ego. Ich denke mir, hä? Nein, das hat nicht mit einem angekratztes Ego zu tun. Wenn so krass einer einfach so einen Scheißkommentar hat, dann gehört er gebannt. Das so, ist da hat es auch so krass. So, es ist ja okay, man kann ja immer sagen, ne, ey, steht dir nicht so, dann kann man das ja anders formulieren. Aber es geht, die Leute haben keinen Respekt mehr und je mehr diese Grenze zum Internet geht, desto mehr verschwindet einfach dieses Respekt-Ding. Ist auch so. Es ist wirklich, du bist anonym, du kannst schreiben, was du willst, ist scheißegal. Aber dass die Leute das noch verteidigen, das waren alles, waren fast alles und Männer. Da denke ich mir, in solchen Momenten denke ich mir häufig, ich sage, ich bin voll für die Freiheit im Internet, ne, dass man alles machen darf und so, also nicht alles, aber das, natürlich ist es ein justiziabler Raum, das war ein schwieriges Wort, aber dass man die Freiheiten, die wir gerade im Internet haben, dass man sie so hat, finde ich gut. So. Ja. Aber manchmal bei diesen anonymen Sachen, weißt du, wo die irgendeine Scheiße reinschreiben, ich immer so ein bisschen nicht so auf der Stadt, wo ich so sag so, ach, da wäre ich so ein bisschen konservativer, sag ich mal, so eine Klarnamenspflicht wäre es auch nicht verkehrt. Aber ist auch scheiße. Ich finde es geil, dass man so, dass es das Internet diesen Raum gibt, dass man sich anonym bewegen kann. Aber ich finde es auch scheiße, dass so Leute das einfach negativ ausnutzen. Ja, genau. Und es sind so Sachen, so, also was bringt es dir für einen Mehrwert, sowas mitzuteilen? Was bringt es der Person für einen Mehrwert? Und dann überleg doch, genau, dann überleg doch, musst du das? Gehst du jetzt auch in ein Museum und sagst, boah, das ist voll scheiße, könnt ihr das bitte entfernen? Oder sprichst du eine Person auf der Straße an, sie sieht scheiße aus? Machst du ja nicht. Ja, ja, es gab tatsächlich mal von einem Comedian, ich habe gerade, oh, wer war denn das? Gab es mal ein sehr gutes Bit über Twitter-Kultur. Mhm. So, dass Leute halt irgendwie was schreiben, so von wegen, ja. Oder du postest halt einfach irgendwas. Mhm. So, und die Leute sind nicht mal davon betroffen, aber sind trotzdem sauer.
So, und da hat er den Vergleich gezogen, ich glaube, es war Ricky Gervais, ich weiß nicht mehr. Ja. Auch teilweise ein bisschen kontrovers, aber das Bit war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und da hat er dann gesagt, das ist, als wenn du in den Park gehst und da hängt ein Schild aus für Gitarrenunterricht. Ja. Und du stellst dich vor das Schild, schreist dieses Schild an und sagst, du willst aber keinen Gitarrenunterricht. Ja. So, das ist 1:1, ist das Twitter. Oh mein Gott, ja. Und ich fand diesen Vergleich so dermaßen gut, weil es einfach zutrifft. Es ist einfach wahr. Stimmt. So, das ist einfach Twitter-Kultur, weil jeder muss irgendwie seinen Selbst dazu geben und hat total verlernt, auch mal die Schnauze zu halten. Ja, ich habe gestern die Ankündigung auf Twitter gepostet, dass am Samstag meinen 24-Stunden-Stream mache und dann kommentiert jemand. Ja, aber das kann ich nicht. Klingt langweilig, klingt für mich langweilig, da gehe ich lieber raus. Digga, ja, okay. Ja, dann halt doch dein Maul. Dann mach es doch. Ja. Digga, dann mach es doch. Geh doch raus. Quatsch dich nicht. Ja. Ist doch scheiße. Ja. Das ist doch scheiße. Es ist scheiße. Ja. Und deswegen habe ich mich von der Plattform ein bisschen distanziert. Jetzt von Twitter, aber auch von TikTok. Twitter. Ja, TikTok ist halt... Ja, TikTok, das ist, aber ich glaube, TikTok ist so ein essentielles Ding geworden für Streamer, oder? Nee, eigentlich nicht. Na. Also es bringt halt natürlich nochmal Reichweite. Ja, jetzt also ist es natürlich für Zuschauerakquise einfach mittlerweile, ja, oder? Ja, das ist halt... Es ist halt geil. Also natürlich kommen ab und zu Leute rein, ey, ich bin von TikTok, ich so cool. Aber du musst halt nicht. Ich weiß es nicht. Ich will da nichts Falsches sagen, aber es sind halt so viele, die sagen, TikTok ist essentiell. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ist eine klassische juristische Antwort, aber vielleicht ist es ein typisches kommt drauf an. So, je nachdem, was für ein Content du machst, genau. oder wer du bist, was du machst. Ja. So, beispielsweise habe ich es bei meinem Kumpel Zabex, bei dem läuft dieses Instagram-Reels- und TikTok-Ding ultra krass. Ja. So, ultra krass. Ja. Aber der hat auch genau die richtigen Clips dafür. Und der ist jetzt alleine in dem vergangenen halben Jahr, hat er bestimmt verdreifacht seine Zahlen. Ja. Das ist immens krass, was das für einen Einfluss hat. Weißt du, was er für eine Zielgruppe hat? So eher jünger? Ja, ich würde schon sagen jünger. Ja, das spricht auch jünger. Eher so die meisten an. Was ist deine, das kann ich mir gar nicht einstellen. Was ist deine Zielgruppe? Also meine Zielgruppe, ich war ja früher nur TikToker, war früher 14, 15, 13. Ich habe auch früher so TikTok-Treffen gemacht und so, da waren Kinder dabei, die haben geweint, weil sie mich gesehen haben. Da waren 6-Jährige, 7-Jährige, Alter. Wie geht man damit um? Weil ich erinnere mich, das war eine super süße Situation, weil wir waren gemeinsam auf der Gamescom bei einer Bühne und du hast einen Slot bei uns da gemacht. Ja. Und da war ein Junge, dem du eine Tastatur gegeben hast und der hat geweint. Und das war so, ich glaube, das war mein wholesome Moment der Gamescom. Das war so schön und dann habe ich ihn wieder getroffen, ne? Weißt du das? Ehrlich? Ich habe gelivestreamt auf der Gamescom, bin gelaufen und er saß an der Seite und er tippt mich an. Sagt, danke nochmal. Oh, und das war auch nochmal im Stream. Hat man nochmal gesehen. Oh, so eine kleine Maus, ey. Ja, mit seinem Papa saß er da. Aber das ist geil. Aber sowas ist, ich glaube, das ist das, was. Das ist so scheiß auf das Ganze. Also, mein Geld stinkt nicht, ne? Wir freuen uns alle, ne? So, aber das sind doch so die Momente, die eigentlich das, was wir machen. So dieses Öffentliche. Klar, wir geben da Privatsphäre ein bisschen für auf. Wir halten unser Gesicht vor die Kamera und lassen uns aus jeglichen Himmelsrichtungen bewerten. Und ich glaube, wir können das weitestgehend auch ab, weil wir uns mittlerweile so ein dickes Fell aufgebaut haben. Ja. Aber ich glaube, das sind so die Gold-Moments, wo du sagst, ja, ist geil, was ich mache. Wirklich so. Hey, im folgenden Bit sprechen wir über Depressionen und psychische Erkrankungen. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, empfehlen wir dir, diesen kleinen Part zu überspringen und ab Minute 15:50 weiterzuhören. Oder? Also ich hatte es aber auch mit Erwachsenen gehabt, weil ich thematisiere zum Beispiel auch, dass ich halt mit mittelgradigen Depressionen diagnostiziert bin. Okay. Und ich mache halt häufiger auch so im Stream so Deep Talks oder rede drüber, Leute, es ist nicht schlimm, wenn ihr Depressionen habt. Es ist nur wichtig, dass ihr euch diagnostizieren lasst und dass ihr damit offen umgeht. Das ist, als ob ich jetzt eine Grippe habe und ich gehe zum Arzt. Daran ist nichts falsch und das ist nicht schlimm. Mhm. Und ich mache halt gerne auch so Mental Talk, halt einfach, was kannst du machen, damit es dir besser geht und so ein Kram. Ja. Und ich hatte auch schon auf der Gamescom, da war so ein Mann und er meinte, meine Frau, du weißt nicht, was du meiner Frau gibst. Die traut sich jetzt nicht, dich anzusprechen, aber das ist für sie gerade richtig krass, dich zu sehen, weil sie hat auch Depressionen und du hilfst dir so krass. Ich denke mir, krass eigentlich, weil womit helfe ich denn? Also ja klar, ich rede drüber. Und dann kam sie an und sie hat so geweint, die hat mich so in den Arm genommen, meinte, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du mir geholfen hast. Das ist so krass. Also das ist auch, weiß ich nicht, insane. Es ist schwer, also ich kenne, wenn mir sowas war, mir ist tatsächlich sowas auch mal begegnet, so eine Situation. Und ich wusste nicht, wie ich das eintüten sollte. Ja. Weil das war so... Oh ja, ist krass. So, yeah. Weil, also das war ein junger Typ auf der Polaris war das. Ja. Yeah. Der kam auch, ey,
So, und er hat halt so ein bisschen verallgemeinert, hat er so mich und mein Freundeskreis halt so gemeint. So, ey, eure Crew so aus Köln, ihr habt mal das Leben gerettet, so. Obwohl, so, weil er sagte, ey, er war wirklich am Tiefpunkt. So, und das Einzige, was ihn so an der Stange gehalten hat, ist, dass wir halt Content gemacht haben. Und ich will dem gar nicht immer so eine schwierige, oder ich kann mir immer so schwer vorstellen, dass das so einen Impact hat. Ja. Aber ich werde es ihm natürlich, ich werde Teufel tun, ihm das auszureden oder ihm das abzusprechen. Ich meine, das ist ja, wenn er das sagt und es hat ihm wirklich was gebracht, dann ist es genau richtig so. Und dann ist es super. So, das ist immer, und da fand ich so, wie gehst du damit um? Weil es mir auf einmal so eine Verantwortung gegeben hat. Jetzt sag ich so, Alter. Ja. Und du kannst dir das halt nicht vorstellen, ne? Ja. Ist so ein Warum? Es ist so absurd. So, what the fuck, hä? Ja, ja. Weil für uns ist es, weil wir Hobby machen. Ja. So, wir haben Hobby zum Beruf gemacht. So, und das hat aber, dass es so einen Impact hat, ist halt einfach irgendwie geil. Ja. So, und das ist auch schön. So, und du bist dann quasi, ich sag mal, womit hast du angefangen? Wann hast du überhaupt angefangen? Jetzt räumen wir mal richtig damit auf. Wir fangen ganz klein an. Ja. Also eigentlich bin ich Erzieherin. Erzieherin? Genau, ich habe meine Ausbildung gemacht als Sozialassistentin. Ja, und dann 2 Jahre nochmal. Und dann Erzieherin 3 Jahre. Okay. Alles schulisch, habe auch jetzt nicht wirklich Geld dabei, also ich habe gar kein Geld verdient dabei, war alles schulisch. Wo sind wir jetzt zeitraummäßig, so vom Jahr her? Mit 17 habe ich Sozialassistentin Ausbildung gemacht bis 19. Das ist so ein schulisches Ding, ne? Ja. Das ist danach, also hast du wahrscheinlich auch Schulabschluss gemacht? Genau. Und dann weiter für eine Schule sozialpädagogische Assistentin? Erstmal habe ich dann noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ah, geil. Im Büro. Finde ich aber, hä? Ja. Das war, ich sag ehrlich, das war ein Baba gerade. Also pass auf, ich habe mich beworben, ich wollte so ein FSJ machen. Also eigentlich wollte ich Sozialassistenten, aber die waren schon voll. Ja, okay. So habe ich das FSJ gemacht, die meinten, ja, wir können sie ja dann in die Kita stecken. Ich so, ja geil, ich wäre sowieso in dem Bereich. Ja. So, dann habe ich das alles unterschrieben und wir sitzen dann da und wir werden alle eingeteilt am ersten Tag. Ja, tut uns leid, Frau. Aber, ja, Kita ist schon voll. Scheiße. Ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, Sie können ja mal in die Anästhesie gehen, im Universitätsklinikum. Ich so, okay, dann gehe ich in die Anästhesie. Anästhesie und verweilen Sie mal, wie Leute so eingeschläfert werden. Und ich musste so Blutbeutel, musste ich irgendwie wegbringen und dann bin ich halt umgekippt. So, da habe ich rausgefunden, ich kann kein Blut sehen. So, erstmal das. So. Da habe ich gesagt, hallo. So richtig schlecht eingesetzt. Ja, da war ich 16. Ich so, was soll ich machen? Ja, die haben ja da noch eine Stelle im Büro, in so einem Weiterbildungszentrum. Ich so, okay. Da habe ich ein Jahr lang im Büro gearbeitet für Weiterbildung für Ärzte und Professoren. Ah, okay. Habe so Telefonate geführt, habe dafür gesorgt, dass sie Teilnahmeurkunden bekommen, so diese Seminarräume vorbereitet, nachbereitet. Also Kram, halt so ganz organisatorisch. So Büroassistenz, ja. Genau, ja. Und dann konnte ich Sozialassistentin Ausbildung machen, 2 Jahre lang schulisch. Ist es dieses sozialpädagogische Assistentin mit Fachhochschulreife? Nee. Oder ist es einfach nur staatlich anerkannte Sozialassistentin? Und dann bist du weiter in die Erzieherausbildung? Genau, du machst mit dem Sozialassistenten machst du Praktika im Bereich zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Mhm. Da habe ich in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, so heißt es. Ich traue mich immer nicht zu sagen, ich weiß immer nicht, was richtig ist, weißt du? Nee, es ist, so. Ich bin mir relativ sicher, dass das der richtige Begriff ist. Ist ja so, genau. Ja. So haben sie es auch damals genannt. Dann habe ich in der Kita gearbeitet, in einem internationalen Kindergarten. Und dann. Das ist spannend. Genau, und dann habe ich Praktikum gemacht als Altenpflege. Das war gar nicht meins. Wie ist der Alltag in einem internationalen Kindergarten? Da habe ich dann gearbeitet ein Jahr lang. Also wie wird sich da, reden Sie auf Deutsch mit den Kids? Oder es ist sehr akademisch. Also es ist immer so, pro Gruppe hast du einen deutschen und einen englischen Erzieher. Ah, okay. Und ich habe so Mischmasch gemacht, aber mehr so Englisch auch. Werden die Kids da alle bilingual erzogen? Ja. Ah, das ist krass. Ja, also ist auch sehr akademisch gehalten. Wir hatten auch eine Highschool in Leipzig. Das ist sozusagen die Vorstufe dafür gewesen. Es gibt eine Highschool in Leipzig? Eine Highschool in Leipzig. Das ist crazy. Genau. Aber das gibt es bestimmt überall, ich weiß es nur nicht. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, aber weiß oder? Ich nicht. Und laufen gerade ganz viele Kinder lang. Wie schön. Das ist richtig, das ist gerade passend zum Thema. Und genau, dann habe ich 3 Jahre die Ausbildung als Erzieherin gemacht. Und dann war ich 22. Und habe ich ein Jahr lang gearbeitet in dem Kindergarten als englischsprachige Erzieherin im internationalen Kindergarten. Ach, warst du halt quasi für den englischen Part eingeteilt? Genau. Und ich habe trotzdem. Also da waren halt manchmal Kinder, die haben dich halt nicht verstanden. Und dann, komm, ich schrieb mal ein bisschen Deutsch mit dir. Ja, ist schon echt doof sonst. Verratsch, aber es gibt kein Mittagessen. Ja. So, die Kinder bedroht. Ich habe tatsächlich auch mal Praktikum im Kindergarten gemacht.
Ich habe auch mal Praktikum im Kindergarten gemacht, diese Schulpraktika. Ja. Und da, ja, ich war einfach nur ein zusätzliches Kindergartenkind. Ich habe da legit nichts gemacht. Ja, spielen wir den Fußball. Okay. Ja, ist schon echt, eigentlich echt umfangreich als jetzt hier. Ja, safe, ja, voll. Ja. Bildungsbereiche und Angebotsplanung und so ein Scheiß. Naja, auf jeden Fall habe ich dann aber schon nebenbei, ich habe mit Cosplay angefangen. Ah. Mit 18. Okay. Genau, es hat damit, ich habe eine, oh, warte mal, noch weiter zurück. Kennst du diese Fanpages auf Facebook über Anime? Ja, klar, es gab ja über alles Fanpages. Genau, es gab damals eine Fanpage über den Anime Clannad. Weiß nicht, ob du den kennst. Was? Ich bin nicht in Anime. Worum geht's grob bei Clannad? Ist so ein Slice-of-Life-Anime, so mit Schicksalsschlägen und so ein Kram. Auf jeden Fall, so eine Facebook-Seite fühlt sich ja nicht von alleine. Frage kurz noch. Ja. Ist das wie so eine animierte Telenovela quasi? So Berlin Tag und Nacht im Anime-Style? Ja. Ja? Ja, nur in süß, nur in süß. Wie heißt das Genre? Slice of Life. Slice of Life? Ja. Das ist auch geil. Okay, sorry. Nicht Reality-TV, sondern Slice of Life. Slice of Life. Ein Stück aus dem Leben. Ja. Das ist schön. Genau, und da, sie so eine Facebook-Page runnt ja nicht von alleine. Deswegen brauchst du auch so Admins, die halt immer so jeden Tag Bilder posten von dem Anime und irgendwas Süßes dazu schreiben. Das habe ich gemacht. Mhm. Und dann habe ich noch eine eigene Page gehabt als Verlinkung, wo die Leute dann draufklicken können, damit die sehen, ah, wer schreibt denn das hier eigentlich? Ah, genau, das hatte ich dann. Und dann habe ich angefangen, so Bilder von mir hochzuladen auf meine Seite. Das war dann Kleine Maus, oder wie? Ja, nee. Das war nicht Kleine Maus. Das war davor. Das hat sich echt rumgesprochen. Shame. Sorry, ich muss den einwerfen. Nee, da hieß ich Chikaria. Ah, okay. Hatte ich auch noch den Namen. Ja, genau. Und da habe ich so Bilder von mir geladen und so. Und ich habe damals mal meine Augen riesig gemacht, weil die waren so ploppig. So nachbearbeitet? Nicht bearbeitet, aber die waren halt so groß immer. Ja. Und das fanden alle geil. Naja, und dann habe ich irgendwann so Firmen angeschrieben, so Kontaktlinsenfirmen, ob ich nicht für die Werbung machen will, einfach so Bilder, weil ich ja so große Augen habe. Dann habe ich das gemacht und dann lief meine Facebook-Page. Dann habe ich halt neue Follower bekommen. 2000, 3000, richtig schnell. 10.000, 20.000, auch wegen Augen. Und ich wollte mal Cosplay machen und dann habe ich die Cosplay-Shops angeschrieben. Und ich hatte kein Geld gehabt, weil ich habe noch als Sozialassistentin meine schulische Ausbildung gemacht. Und dann haben die mir Kostüme zugeschickt. Und ich kannte auch in Leipzig eine Fotografin, war auch eine Freundin von mir. Niki, Grüße gehen raus. Niki, und wir haben dann Bilder gemacht von den Cosplays. So, ich habe dann einfach Bilder gemacht für die Cosplays und ich habe einfach die Kostüme zugeschickt bekommen. Wir müssen jetzt vom Zeitraum etwa, wenn ich jetzt richtig rechne, 2016 so sein. 18, 19, mit 19, weil ich bin 1994 geboren. Kommt das hin? Ich kann gerade nicht rechnen. Ja, wahrscheinlich. Ja. 2018, oder? Jo. Ja, 2000. Ja. Ja, 17, 16. Okay. Ja, genau. Und dann habe ich, das ist halt gewachsen. Und dann irgendwann habe ich immer mehr gemacht und dann war ich halt eine etablierte Cosplayerin in Deutschland. Das ist krass. Und ich habe meinen Content auch auf Englisch gemacht, also schon internationaler ein bisschen. Guck mal, und es gab ja schon in gewisser Weise eine Szene. Wie sehr wart ihr untereinander so connected? Also habt ihr so sehr, Foren gehabt, Communities gehabt oder habt ihr auch so getroffen? Genau, gab es damals so Animex hieß das Forum. Und dann gibt es natürlich die Conventions, ne? So Dokumi, Konichi, diese ganzen Sachen. Dokumi ist doch das Ding immer, ist das in Düsseldorf? Düsseldorf. Aber was ist Japan-Tag? Japan-Tag ist auch in Düsseldorf. Das ist halt ein freies Ding da. Ist wo es alle draußen? Hin, ist draußen. Achso, und Dokumi ist drin? Ist drin. Ah, okay. Genau. Ja. Genau. Aber Dokumi hat noch so diesen Garten, das ist halt, dass du dir kein Ticket kaufen musst, aber da hängen die Cosplayer alle rum. Ah, okay. Zum Bildermachen und Connection. Aber die Cosplay-Szene damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, die war so ekelhaft. Ehrlich? Es war so ekelhaft. Also es gab so Fraktionen, Cosplays selber machen, Cosplays kaufen. Und die selber machen, haben richtig gehatet auf die kaufen. Junge, du bist keine Cosplayerin, Junge, halt dein Maul, nenn dich nicht so. Ihr seid nicht real, ihr seid kein Real-Keeper. Ja, genau. Voll, ja. Ja, und das hat immer richtig viel Hate abbekommen. Oder wenn auf der Convention, die hatte das Kostüm A an und die hatte das Kostüm A auch an. Und so, Jen, jetzt sei ehrlich, hast du gekauft oder hast du selber gemacht? Ich habe gekauft. ich habe einmal selber gemacht, das war Pain. Nein, nee. Ja, das war, nee. Geil. Und da haben sich dann Leute drüber abgefragt, weil du klar. dann verhältnismäßig erfolgreich dann damit auch warst. Ja, Wenn man jetzt diese Szene betrachtet, weil du musst mich abholen, ich habe gar keine Ahnung. Ja. Jetzt zu dem Zeitraum, in der Verhältnismäßigkeit, wenn du jetzt so die gesamte Szene betrachtest, im Gesamten gesehen, warst du eine der Größten? Ja. Warst du die Größte? Nee, nicht die Größte, aber schon. So Top 5?
ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also jetzt so im Bereich nicht selber gemacht. Hast du richtig was zu melden? Ja, schon. Okay, das, okay, das war schon echt krass. So, dann bin ich da auf die Messen gegangen und jeder wusste halt auch, wer ich bin. So von Facebook. Das ist krass. Von der Facebook-Page. Aber es ist noch ganz anderes Sphären so gewesen. Das war ganz anders. Allein, dass wir von Facebook reden. Ja, die Facebook-Page, die gibt es nicht mehr leider. Aber ja. Und dann habe ich angefangen, parallel zum Cosplay, ich habe versucht, mit Cosplay Geld zu verdienen. Mit den Bildern. Und habe Patreon gemacht. Ah. Hab mir da einen Account gemacht. Ja. Hab gesagt, Leute, wenn ihr exklusive Fotosets wollt, nix Nucky-Dye-mäßiges. Ja. No, warte, komm gleich. Ja. So, warte. So, dann könnt ihr da reinpayen. So, ja. Oh, und die dachten dann, oh, die macht die Cosplays nicht selber und die verdient damit auch noch Geld. Und jeder will ja irgendwie sich einen Namen machen. Jeder will sich ja etablieren in der Szene. Ja. Und ich hab's halt irgendwie geschafft. Ja, und ich hab's ja geschafft mit gekauften Kostümen. Ja. Hab damit noch Geld verdient. Und die Messen haben mich gebucht. Du Schwein. Scheiße. Du Schwein. Ja, ja. Die böse Jen. Was hast du für so ein Cosplay bezahlt? Das ist natürlich wahrscheinlich halt Qualitätsabstufung. Ja, also aber ich sag mal, die, wo du dann sagst, boah, will ich auf eine Messe gehen und jetzt will ich mal richtig dicke Hose machen. Was hast du ausgegeben für ein Cosplay? Naja, du kannst sagen, mit oder ohne Props, also mit Waffen und so. Sag mal mit. 600-700 Euro. Das geht aber. Ja, es gibt auch welche. Ich hätte gedacht, das geht so Richtung gibt's so auch. Mehrere Düsenjäger. Den gibt's auch. Ehrlich? Wenn du so Rüstung und so, richtig krass. Ja, okay. Da gibt's so krass. Ich habe das immer mitbekommen von BlizzCon und sowas. Da haben sie aber diesen Contest, das sind ja krasse Sachen bei. Das ist ganz ehrlich. Völlig crazy. Ja, aber das ist richtig krass. Genau, und da habe ich dann damit Geld verdient und habe dann auch nebenbei angefangen, Twitch zu machen. Auch noch bei meinen Eltern im kleinen Kinderzimmer. Ach, süß. Ich hatte da so mein Bett gehabt. Aha. So einen ganz kleinen Mini-Schreibtisch. Ich glaube, Schreibtisch Johannes oder so hieß der bei Ikea. Und oder bei irgendeinem anderen Möbelhaus. Ja, oder irgendwo. Oh ja, oh, Entschuldigung. Alles gut. Ach ja, oh, und den konnte ich halt rumschieben und ich hatte so ganz wenig Platz gehabt und richtig Billo-Headset und das war so, oh, aber ich habe es irgendwie trotzdem oder meine 50 Zuschauer gehabt. Noch auf Englisch ja, gestreamt. Ja, aber so haben wir, glaube ich, alle angefangen. Ja. So jung, keiner hatte richtig Knete, also die meisten von uns. Ja. So, also nicht die Knete zur Verfügung, jetzt dieses Setup zu haben, die wir alle heutzutage so haben. Dass voll. Da irgendwie so sehr, sehr viel Geld auf einmal drin ist, was sehr, sehr weh tut. So, aber natürlich, klar, das ist die Startzeit gewesen, aber es hat auch einfach zu der Zeit gepasst. Voll. Nur dann konnte ich dann natürlich auch Prints verkaufen. Ich habe dann so Poster von mir verkauft in den Kostümen mit Unterschrift und so. Habe ich auch noch Geld gemacht dann. Verrückt. Mit 18, 19 habe ich das so gemacht. So, ja, ja. Darf ich frech fragen, wie viel du in dem Zeitraum verdient hast? Kann man so sagen, dass du davon leben konntest oder hast du nebenher noch gearbeitet? Ja, also ich war da bei meinen Eltern, habe ja noch die Ausbildung gemacht. Also ich habe mir dann irgendwie 500 Euro oder so dazu verdient. Aber es war schon trotzdem dann schön. Was? Wussten deine Eltern das? Ja. Was haben die dazu gesagt? Fand das weird, aber okay. Das war denen egal. Denen war alles egal. Die also, Jennifer, die macht das. Ja, die macht das. Schon. Die hat. Okay, cool. Genau. Ja. Und genau, dann habe ich das gemacht und irgendwann habe ich dann noch mehr Leute kennengelernt. Und dann bin ich auch Richtung, nennen wir das Soft-Aero-Cosplay gegangen. Ja, so Unterwäsche-Cosplay. Das habe ich dann gemacht. So, na? Genau, ich habe dann so ein bisschen, so dachte so, eigentlich siehst du ja ganz gut aus und im Cosplay sowieso viel Make-up und so. Ich war damals eh noch sehr unzufrieden mit mir, aber mit Make-up und Perücke ging das dann. Aha. Und habe ich das dann auch noch gemacht. Und dann habe ich mit Patreon ein bisschen mehr Geld verdient, weil ich habe ja da ein bisschen mehr Haut gezeigt. Und das lief dann alles über Patreon? Genau. Okay. Alles über Patreon. Da gab es noch gar keinen OnlyFans, glaube ich. Ja. Ach so. Das gab es da gar nicht. Kam denn OnlyFans auf? Weiß ich nicht. Aber schau, das ist wieder eine Aufgabe für dich. Kannst mal googeln nebenbei. Aber Patreon haben die zuerst alle gemacht. Es gab so die ersten, die Anfänge gemacht haben und dann sind immer mehr aufgestiegen darauf. Genau. Und dann bin ich irgendwann, dann habe ich... Aber hast du da einen Unterschied gemerkt? Hat dir das deutlich mehr Geld eingebracht? Ja, das ist krass. Ja, klar. Also ich habe dann monatlich... Wann gab es denn mein OnlyFans? OnlyFans 2016 gegründet. Ja, okay, aber dass es dann nach Europa kommt, so dauert wahrscheinlich so seine Zeit. Ja, ja, genau. Ja, verrückt. Aber ganz, ganz kurz, was wollte ich gerade sagen? Hattest du da nicht ein komisches Gefühl bei zu sagen, so ja, ich mache jetzt eher... Aero-Cosplay, wenn man es so nennt. Und dann, ich sag mal, die Leute kaufen das ja auch aus dem Gedanken heraus. Ja, aber die wählen sich einfach der Palme, aber ja, voll. Also, weiß ich nicht. Es war so ein, ich muss es nicht wissen. Okay. Macht, was ihr wollt. Ich habe damals so die Augen eher so davor verschlossen. Okay, so, verstehe. Dachte so, damals, das war sau viel Geld für mich. Ich hatte nie Geld gehabt. Ja, nie. Eben. Und dann irgendwann war ich so,
1.500 Euro monatlich und habe dann aber auch schon mittlerweile als Erzieherin gearbeitet. Also ich habe beides gemacht. Und die wussten das auch. Das war für die fein. War für die voll fein. Fand ich cool. Und da habe ich als Erzieher, ich glaube, 1.300 verdient und mit halt meinen ganzen Online-Gedöns 1.500, 1.600. Ja, ist doch nicht verkehrt. Und dann dachte ich mir, naja, ich gehe morgens um 7 Uhr arbeiten, komme 16 Uhr von Arbeit zurück, mache ein bisschen Cosplay-Kram und Twitch und dann habe ich halt, war es das schon wieder. Ja. Und dann dachte ich mir, was ist, wenn ich jetzt das kündige und das andere versuche weiterzumachen? Ja, was ja ein logische Denke ist. Und dann ja. habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann auch gekündigt. Das war im März 2018. Wann bin ich mit dem einen zusammengekommen? Ich glaube 2018. Man rechnet in Beziehung. Ja, 2 Monate später habe ich den anderen nämlich kennengelernt. Okay. Es war im März 2018. Seitdem bin ich komplett selbstständig. Ach, krass. Da habe ich gekündigt. Das ist jetzt schon 6 Jahre her. Ey, oder warst du, aber warst du da dann noch, war Twitch deine Hauptplattform? Twitch war die Hauptplattform, ja. Und dann bin ich aber auch Richtung OnlyFans gegangen. OnlyFans. Dann habe ich OnlyFans gemacht. Now we're talking. Okay. Now we're talking. Wie kam das für dich, die Idee, dass du sagst, okay, ich meine, hast du richtig Full-Nude-Content da gemacht? Ich habe oben ohne gemacht. Okay. Ich habe erst mit Transparenz angefangen oben so und ich hatte nie ein Problem mit Nacktheit gehabt. Also ich kann jetzt auch an den FKK gehen und ich finde es halt nicht schlimm. Also es sind einfach für mich Möppis. Also das sind Milchtüten, so weißt du. Es ist für mich halt nichts, so aber, weißt du. Aber Jen, du sagst ja nicht Milchtüten dazu. Du sagst doch bitte nicht Milchtüten in meinem Podcast dazu. Natürlich nicht. Es sind Busen. Oh, das ist ein ganz schlimmes Wort. Das ist ein ganz schreckliches Wort. Ich krieg Schimmer, wenn ich das höre. Aber nicht positiv. Diese ganzen Bezeichnungen. Was ist dein gängiger Begriff für Brüste? Für die weibliche Brust? Möppis ist süß. Ja, es sind einfach Möppis. Hat jeder und ja, weiß ich nicht. Boah, knaller Titten sagen. Oh nein. No. Richtig eklig. Oh, nee. Oh, Titten. Oh. Scheiße. Sorry, erzähl alles weiter. Gut. Halt kurz einen Moment. Ja, und dann habe ich den Switch gemacht. Ich dachte, also damals hat mein Ex-Freund die Bilder halt von mir gemacht und ich meinte so irgendwann, mach mal oben ohne Aufnahmen von mir. Ich habe die da noch nicht hochgeladen. Und ich meinte so, eigentlich ist das voll schön. Warum? Eigentlich kann ich das so hochladen. Und er meinte auch, ja, mach doch. Oh. Ach krass. Ja, mach doch. Ja. Okay. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich auch Richtung Only. Also ich habe auf Patreon habe ich schon dieses oben ohne gemacht, genau. Und dann bin ich auf OnlyFans gegangen. Und dann habe ich mit OnlyFans noch Geld verdient. Und aber OnlyFans ist dann nur Bilder gewesen, da gab es jetzt nicht noch irgendwie weiteren Content. So. Es gibt ja auch so ab gibt und welche, die das so Videos machen. Ja, und so kleine Clips und so habe ich gemacht. Ich bin dann auch so gerne in Fotostudios gegangen und habe dann irgendwie so Aufnahmen gemacht. Mhm. Und weil wenn ich die Bilder jetzt sehe, denke ich mir, also ich denke mir so nicht hässlich, aber ich denke mir so, warum so scheiße? Also jetzt würde ich es halt viel besser machen. So. Yeah. So der eigene, wenn du jetzt deine Videos von vor weiß ich nicht wie vielen Jahren natürlich, anguckst, so klar, ist das klar. Bei mir. Okay. Ich würde es auch jederzeit wieder machen. Aber ich kann halt nicht. Aber da kommen wir auch später dazu. Warte. Nee, können wir ja demnächst zukommen, ja. Genau. So, und dann habe ich halt mit OnlyFans habe ich dann, glaube ich, im Monat 10.000 Euro verdient. Mal 15.000 Euro. Fuck off. Was? Ja. 10 Riesen. Ja. Wie alt warst du da? 25. Ja. Das ist geil. Ja. Und da hast du wieder Kohle angestellt? Ja, ich habe viel gereist. Ich habe alles ausgegeben. Geil. Ich habe nichts gespart. Aber ganz ehrlich, ich ist doch geil. Ich habe nichts gespart. Nix. Gar nichts davon. Für was denn? Für was? Also ich musste erstmal in dieses ganze Steuerding rein. So, ich dachte, ich muss ja Steuern zahlen. Ich habe so im ersten Jahr, also erste Jahr, wo ich verdient habe, aus mit der Kohle. Aus mit der Kohle. Boah. Und dann irgendwann, die müssen auch nachzahlen, ne? Ich ja, so scheiße. Ja. Wurde das zu einem krassen Problem bei dir? Oder ich habe einen Kredit aufgenommen. Ich habe einen Kredit aufgenommen. Okay. Ich habe den monatlich abbezahlt. Ich habe jetzt seit 2 Jahren oder so abbezahlt. Konntest dich gut rauswinden aus der ganzen Geschichte. Ja, das sind so Dinge, so, das sagt dir halt niemand. Ich hatte halt einen Steuerberater, der hat einfach meine Buchhaltung gemacht. Das war's halt. Ja, check ich, ja. Ja,
Ich finde es auch nicht schlimm, so sagen so, oh nee, kannst du doch nicht erzählen. So, doch, das ist halt. Nein, das ist, aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein Learning. Ich glaube, du kannst doch so viel erzählen, wirklich. Aber das ist ein Learning. Ich glaube, das macht jeder Content Creator, dass er mindestens so ein klein bisschen mit Stein auf der Schnauze fällt. Und das beruhigt mich. Aber du machst jetzt keinen Unfairs mehr. Nee. Da war dann Schluss. Seit 2021 mache ich es nicht mehr. Wie kamst du der Entscheidung? Weil damals war Rustplatz. Kennst du? Das Rust-Projekt, ja. Genau, also Rust ist ein während Spiel. Der Corona-Hochzeit. Ja. Und ich habe auf dem Server gespielt. Ich wurde gefragt, ob ich da teilnehmen möchte. Immer noch mit meinen 50 Zuschauern. Und ich kannte mich nicht in der Szene aus. Ich wusste weder, wer ein Dalukat ist. Ich dachte, Pizmeet besteht aus einer Person. Ich kannte es nur von meinen Ex-Freunden, weil die haben irgendwie abends immer Pizmeet zum Einschlafen geguckt oder so und es hat mich nicht interessiert. Keine Ahnung. Naja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Bram zum Einschlafen? Ich weiß es nicht. Und, das ist echt ziemlich geil, der Gedanke. Naja. Und da habe ich meine Stimme verstellt. Es war halt so ein Soft-RP-Server. Ah, okay. Und da habe ich so... Wow, ich komme jetzt und ich hole dich und ich bin voll verrückt, wow. Und so, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Genau, und das war halt sehr polarisierend. Ja. Und ich bin am ersten Tag mit Dalukat zusammengestoßen, der mich gekillt hat und hatte instant auf einmal 2000 Zuschauer bei mir. Ich dachte, hä? Was passiert hier? Und das war weird. Keine Ahnung, auf jeden Fall konnte ich aber die Zuschauer auch irgendwie halten. Ich weiß nicht wie, aber ich konnte sie halten. Und damals war der Hype halt riesig. Dann hatte ich irgendwie 5000 Zuschauer, 6000 Zuschauer. Dachte, okay, aber krass. Hattest du da nicht schon einen großen TikTok-Account? Ja, aber TikTok hat nichts genutzt. Also, ja, ich glaube, es war auch zu der Zeit, wo man durch TikTok nichts verdient hat, oder? Ja, null. Also auch wenn du sagst, kommt auf Twitch, es kommt keiner. Nee. Ich hatte Millionen Aufrufe, aber keiner ist auf Twitch gekommen. Muss man auch sagen, es gibt ja, haben wir auch schon in den vergangenen Folgen mehrmals durchgekaut mit anderen Gästen. Es gibt ja einfach so dieses ganze TikTok-Ding. So gibt es ja so viele, die so groß geworden sind und dann haben die aber diesen Sprung nie geschafft. Genau. Ja, viele TikToker versuchen ja auch YouTube zu machen dann so, ne? Und es schaffen wirklich nur eine Handvoll. Wirklich. Ja, das ist fast unmöglich. Genau, TikTok habe ich auch noch gemacht. Aber jetzt ist es ja irgendwie so teilweise Meta geworden, dass die Leute halt sagen, ja, ich lasse parallel, weil der Dan Clancy hat das ja irgendwie so gelockert, der CEO von Twitch, dass er gesagt hat, ja komm, ihr dürft jetzt auch auf TikTok so nebenbei streamen oder auf Vertical, also auf keinen direkten Konkurrenzplattform. Ja. So, und dass dann viele einfach so TikTok-Streams machen und dann versuchen ihre Zuschauer dann irgendwie zu sagen, ja, ich lese den Chat auf Twitch, kommt da mal rüber. Genau. Aber ich kann nicht eintüten, wie gut das funktioniert. Hast du das mal ausprobiert? Nee, ich wollte es mal ausprobieren. Und meine Mods haben schon Angst, die haben ein bisschen Angst, weil die ganzen Leute von TikTok so komisch sind und dann kommen die alle rüber. Ja, die sind wirklich scheiße. Also wirklich krass komisch, Alter. Ja. Nee, habe ich noch nicht probiert. Weiß ich noch nicht. Aber wenn ich manchmal gucke, wenn die Leute auf TikTok streamen, dann gehe ich auf Twitch und dann haben die da echt nur minimal mehr als auf TikTok. Nicht viel dann, nein. Ne? Die müssen sich ja die Mühe machen. Guck mal, die Generation, die kaum Aufmerksamkeit noch hat und so viel swiped, als ob die sich die Mühe machen auf Twitch rüber. Aber ich finde es immer ultra spannend zu sehen. Da können Content Creator sein mit Millionen Follower. Mhm. Man hat das Gefühl, ja. Twitch ist ein neues Spielfeld. Ja, ist auch so. So, wenn die da hinkommen, ja. Die werden nicht mit offenen Armen empfangen. Nee. Das passiert so bei richtig riesig, riesig großen. Ja. Bei einem Jürgen Bam hat das geklappt, bei einem Rezo hat es funktioniert. Ja. Aber wenn du jetzt, sag mal, du machst relativ durchschnittlichen Content, so bist aber sehr erfolgreich damit und versuchst dann auf Twitch zu gehen, die Leute nehmen dich nicht sofort an. Ja. Und das ist krass, dass du dich nochmal extra auf so einer Plattform so beweisen musst. Ja. So. Aber hat dann ja bei dir funktioniert, die Leute sind geblieben. Genau. Beziehungsweise du musstest ja nicht diese Transition machen, sondern du warst auf Twitch, warst bei dem Rustplatz mit dabei, hast halt deine Quiekstimme gemacht. Genau. Und die Leute haben es gefeiert. Ja, und dann war Rustplatz vorbei. Hast du aber diesen Tag dabei gehalten in deinen normalen Streams? Nee. Wäre ich aber Club geworden. Ja. Also das ist halt die große Gefahr bei RP, gerade bei GTA-RP und so, dass die Leute denken, sie gehen jetzt in den Stream und der macht gerade keinen GTA-RP, aber ich spreche ihn als RP-Charakter an. So, weißt du, wie ich meine? Ja. So, das habe ich auch, ich mache auch GTA-RP aktuell und dann komme auch wieder und spreche mich mit meinem GTA-RP-Namen an. So. Weil die vom Server kommen oder weil die so aus weil die nur GTA-RP gucken bei mir. Das finde ich ja verrückt. Ja. Naja, dann war Rustplatz vorbei und dann hatte ich immer noch Zuschauer und Corona war und irgendwie waren alle zu Hause und habe ich die Gunst genutzt und habe, also mich haben auch
viele angeschrieben, die Pizza mich angeschrieben und so, ob ich was mit denen machen will und so. Und dann dachte ich mir, cool. Und dann habe ich auch alle anderen angeschrieben. Also ich bin in der Szene ziemlich extrovertiert. Das ist so eine Streamer-Krankheit, dass niemand sich traut, irgendwie zu fragen, was zusammen zu machen, weil dann ist ja die Angst, man denkt, man will den ausnutzen oder man sagt nein. Ich bin halt die immer wieder fragt, auch wenn ich 3 Absagen kriege, ich frage immer wieder. Und ganz ehrlich, das ist auch eigentlich richtig, weil keiner nimmt dir das so richtig krumm. Nee. Es sei denn, null. Es sei denn, es ist so komplett out of nowhere, aber selbst dann wird es cool aufgenommen. Voll. So, ich hatte beispielsweise sowas immer, also beziehungsweise mir wurde das irgendwann mal ausgeschaltet, so, ey, hör auf, so dumm stolz zu sein, sondern mach einfach so, weil es sind alles deine Freunde mittlerweile, es ist scheißegal. Das interessiert keinen und die freuen sich immer, wenn man fragt. Ja, natürlich. Und die gönnen auch. Ja. Man muss auch mal gönnen können. Ja. So. Und dann war das vorbei und dann irgendwann kamen Managements auf mich zu. Mehrere. Ich hatte mehrere Verträge vor mir liegen. Und Second Wave kam halt auf mich zu. Und ich wollte halt früher schon zu Second Wave. Ach, ehrlich? Ja. Ich habe mich auch mal beworben dafür. War das im Zusammenhang dessen, dass du befreundete Content Creator dort hattest? Und das dann für dich einfach der Zugang war? Nee, ich auf einmal auf Twitch geboomt bin. Ich glaube deswegen. Okay. So, und und dann kam halt Second Wave und da habe ich gesagt, ja, dann komme ich zu euch. Naja, und dann ist halt aber die Frage, ich habe ja noch OnlyFans gemacht und Twitch. Und es gibt halt, ich habe da diesen Stempel auf dem Kopf, ne? Ja. So, gibt es halt Firmen, die arbeiten halt nicht mit mir, wenn ich OnlyFans mache. Und es gibt jetzt noch Firmen, die arbeiten nicht mit mir, weil ich OnlyFans gemacht habe. Und das ist jetzt schon drei Jahre her. Und dann hieß es halt, du musst dich halt für eine Seite entscheiden. Also ich habe halt mit OnlyFans echt viel Geld verdient und habe dann, es tat schon weh zu sagen, ich verzichte jetzt auf die 10.000 im Monat und mache jetzt Twitch. War das für dich erstmal so einnahmentechnisch ein krasser Rückschritt? Es war ein kleiner Rückschritt schon, ja. Also es war doch schon mittelmäßig. Ja, doch schon. Ja, das war schon echt krass, aber ich wollte es halt. Also ich habe mich da richtig reingehangen. Und hat ja dann auch funktioniert. Ja. Ist ja dann voll. Toi, 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 ist ja gut gegangen. Also ich weiß halt, wenn ich jetzt OnlyFans machen würde, ich würde locker meine 60, 70, 80k im Monat noch machen. Wie verrückt. Locker, wenn nicht sogar 100k. Ich weiß das. Das ist so krass. Und es gibt immer noch die Leute, die warten. Die sind da hinten und die warten. Aber kannst du diesen Schritt vorstellen, nochmal zu sagen, ja komm. Also an sich halt ja, weil ich habe halt, wie gesagt, ich habe echt kein Problem damit. Ich habe sogar Spaß daran. Also mir macht das so Spaß. Aber wie geht man damit um, beziehungsweise wie kriegt man diese Wege geregelt, dass Leute halt die Dinger irgendwie auf Reddit leaken oder so? Weil das ist ja auch ein großes Problem. Das passiert. Auch wenn ich es erzähle, dann sind Leute, was, du hattest OnlyFans, dann googeln die direkt und natürlich, wow. Ja. So, das ist mir ja bewusst. Ja. Ist jetzt nicht so, als wüsste ich das nicht. Du kriegst es nicht weg. Was einmal im Internet ist, ist im Internet. Ja. Das kriegst du nicht weg. Das sollte sich halt immer jeder bewusst sein. So, mir ist das halt voll egal. Krass. Es gibt halt Leute, die wollen mich damit ärgern, wo ich halt sage, I don't care. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. Ist mir voll egal. Inwiefern ärgern die dich denn damit? Ziehen die dich damit auf, dass sie halt sagen, so, ja, oder, ja, so, ey, oder schicken du, dir welche Bilder? Ja, oder ja, so, ey, OF-Bitch, so, ja, guck mal, ich habe Nacktbilder von dir. Ich denke mir, ja, toll, die sind, also die ersten sehen halt schon gut aus. Ja, so, okay, toll. Ja, okay, verstehe ich. Also, weiß ich nicht. Und aber ich kann halt einfach nicht, es geht nicht. So, ich will halt, also zum einen das und zum anderen, ich will halt nicht, dass die Leute in meinen Stream kommen und sagen, ey, du Geile, zeig mal Möppis, so. Mhm. So machen sie natürlich trotzdem. Aber ich bin halt schon stolz drauf, dass ich mir eine Community aufbauen konnte, die jetzt nicht immer wegen meinem Äußeren da ist. So, klar, ich sehe gut aus, ja. Aber... Kein Zweifel. Aber ich setze mich, ich ist halt geil, sich auch mal einfach, ich sage jetzt bewusst als Frau, sich mal ungeschminkt, mit fettigen Haaren, mit Hoodie und so in den Stream zu setzen und was trotzdem so viel Zuschauer. Oder so trotzdem angenommen, ja. Ja, so, und das ist halt was mir echt, das ist mir so viel wert, weil ich habe mich früher so viel immer fertig gemacht vor den Streams, mich so viel geschminkt, so stundenlang vorher, weil ich dachte, okay, sonst läuft es nicht. Mittlerweile denke ich mir scheiß drauf. Also. Ist es vielleicht auch dieses weniger Oberflächliche, was du einfach an Twitch präferierst? So jetzt in Bezug, oder würdest du sagen, ist es immer noch ein Problem, oder immer noch auffällig, dass die Leute weiterhin oberflächlich bleiben. Ist es, es wird nie weggehen. Die Oberflächlichkeit wird immer bestehen. Aber ist es weniger jetzt für dich präsent in der Community? In der Community, ja. Weil ich sie dazu erzogen habe. Ich finde immer so wie der Streamer so die Community. Du hast ja Arschlöcher raussortiert. Ja.
Ich glaube so, das ist halt der Way. Deswegen, sowas wie ich am Anfang erzählt habe, mit direktem Permaband. Brauche ich nicht. Ja. Hast du mal so Probleme mit Stalkern oder sowas? Weil ich bekomme jetzt in letzter Zeit häufiger mal so Szenen intern, so Dinger mit, dass halt diese, und da gab es ja mal einen ganz speziellen Fall von Lara Loft, auch eine Streamerin, und die hat auch mal einen langen Post geschrieben über parasoziale Beziehungen zwischen Streamern. Ist das bei dir ein Problem? Ja, ich habe jetzt erst vor kurzem wieder, also ich lese auch wirklich viele Nachrichten und ich befasse mich auch dolle mit den einzelnen Leuten der Community tatsächlich, obwohl es echt viele sind. Ich hatte jetzt erst wieder einen, der schrieb mir jeden Tag, wie sehr er an mich denkt und wie sehr er sich wünschte, bei mir zu sein, und er ist auch immer im Stream aktiv. Und sowas banne ich und blockiere ich überall, weil das ist so gefährlich, das ist so krank. Ich sage immer, Leute, ich mache immer so Jokes, so, wenn du jetzt bei mir subst, ey, du und ich, Film und ewig so. Aber ich sag, das wird nie passieren. Ich würde auch nie was mit einem Zuschauer anfangen. Ich mache das von Anfang an, klar. Würdest du sagen, dass die bestmögliche Handhabe, oder sagst du dann den Leuten auch nochmal, bevor du sie blockierst, ey, guck so und so, schlag's aus dem Kopf. Ja, habe ich auch jetzt. Also ich habe das auf Instagram gepostet, habe ich auch anonym gepostet. Mhm. Ich habe geschrieben, ey, pass auf, das ist echt gefährlich, was du machst. Geh mal ein bisschen mehr in die Luft. Ich blockiere dich jetzt mal. Du entwickelst eine parasoziale Beziehung zu mir. Habe ich geschrieben, habe ich blockiert überall. Wie weit sind die Leute gegangen, so in der Vergangenheit? Was war so ein Härtefall? Hatte ich da nicht so krass extreme Sachen gehabt. Es war also immer so nur auf Nachrichten und sowas. Genau. Okay, dann ist das wichtig. Ja, ist chillig. Weil das ist worüber ich mir immer so viel, viel Gedanken mache. Ich meine, ich bin jetzt in der privilegierten Position, dass mir jetzt nicht so viel hinterherrennt, wundersamerweise. Mhm. Aber ich glaube, männliche Streamer haben es da irgendwie entspannter. So, und wenn ich halt so die weiblichen Kollegen sehe, die in dem ganzen Game so unterwegs sind, was die dann teilweise für Nachrichten kriegen, was die für Storys zu erzählen oder erzählen leider können, ist eigentlich schon absurd. Ist es. Es ist vollkommen absurd. So, aber es ist ja gut, dass bei dir dann, ich sag mal, dass du da weitestgehend verhältnismäßig verschont bleibst. Voll. So, aber nichtsdestotrotz hast du ja trotzdem mit diesen Oberflächlichkeiten zu tun. Ich sag mal, wenn ich mich jetzt hinsetze, wie ein Oger, der ich bin, von mir kommentiert niemand wirklich das Aussehen. Vielleicht schreibt mal einer, ey, der ist fetter geworden, oder der hat ein Quarkgesicht, oder sein Outfit sieht scheiße aus, oder die Frisur statt die Haare, solche Sachen. Aber das juckt mich ja nicht. Das ist ja so Schulhofgelaber. Ja. Aber wenn das wirklich, wirklich auf krass persönliche Ebene geht, vielleicht auf Dinge, die du auch einfach so schlichtweg nicht ändern kannst. Ja. Dann ist das schon scheiße. Ja. So. Und deswegen sage ich als männlicher Content Creator, der wirklich noch eine angenehme Position da hat. So. Ja, du merkst auch so den Unterschied. So zum Beispiel, als ich so ein bisschen den Switch gemacht habe von viel Make-up zu mehr Natürlichkeit. Ja. Habe ich auch so Clips auf TikTok gepostet, und da ist halt eher so Feedback, boah, Jenna hatte voll das Glowdown. Boah, was ist mit ihr passiert? Boah, wer hat ihr das Herz gebrochen? Und ich denke mir so, ich mache mich einfach nicht mehr 3 Stunden vor dem Stream fertig. So, ja. Das ist so krass. Also war es wirklich 3 Stunden? Ja. Oder war es jetzt eine Hyperbel? 2-3 Stunden schon, klar. Ehrlich? Ja, also was ich mir mal Outfits rausgesucht habe. Und man will ja auffallen und eine Special Snowflake sein. Und damals hatte ich noch so lange Extensions gehabt und schön krass. Stylen und Make-up ohne, ja. Aber meinst du, das machen immer noch viele Streamerinnen? Ja. Also ist es... Doch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sich wirklich diese Doch. Arbeit so raus und sagt, ja, ich mache mir jetzt für den Stream fertig. Also vielleicht keine 3 Stunden, aber schon 1-2 Stunden safe. Ist wirklich so. Ich war immer so völlig, also in meiner Hauptstreamerzeit, ich streame ja mittlerweile nicht mehr so wirklich oder nicht mehr hauptsächlich, aber meine Hauptstreamerzeit völlig verquarkt, aus dem Bett gefallen, zack, schnell unter Dusche und Zähne geputzt und dann Viertelstunde später saß ich vom Rechner und das Stream ging an. Doch, das war der Lifestyle. Auch völlig verquarkt, egal wie scheiße ich aussah. So, ja, aber die Leute, du willst halt als Frau halt auffallen. Es gibt halt, es ist halt einfach so, also wenn du durch Instagram scrollst, die sehen halt alle für das Auge direkt gut aus. Ja. Und jeder will irgendwie auffallen und ein eigenes Individuum sein mit eigenen Besonderheiten, aber die merken halt nicht, dass sie damit halt alle gleich aussehen. Das Problem daher, dass es eine eher männerdominierte Plattform ist? Ich denke schon. Klar. Schon wahrscheinlich, ne? Klar, voll. Also ich habe ein bisschen Glück, ich habe echt, also durch dieses ganze Mindset gedöhnt, habe ich echt viele Frauen auf Twitch? Ja, ist ja wunderbarerweise, wird es ja immer mehr. Ja. So, das ist super. Ich sehe ja immer, wenn, guck mal, wir haben uns ja auch schon häufiger so auf Events gesehen. Mhm. Und wenn ich so deine Zuschauer und deine Community so sehe,
denke ich mir aber, Alter, Jen hat einen arschgroßen Anteil an Frauen in der Community. Und das ist krass. Ja. Wo ich es beispielsweise auch bei einem Neek auffällig fand. Mhm. So, Neek hat auch immer richtig viele Girls. Ja. So, bei mir kommen mal die ganzen verschwitzten pubertären kleinen Penner kommen dann immer an. Nein, ich liebe die alle, die kleinen Scheißer. Ich liebe euch doch alle. Ihr seid doch alle geil. Nee, aber das ist so, da merke ich halt, dass dieses ganze Gaming-Ding einfach zum Glück eine viel krassere Mitte in der Gesellschaft bekommt. Ja. So, und auch viel, viel mehr Leute jetzt mittlerweile anspricht. Oder dass man, ich hatte teilweise sogar so Mädels im Freundeskreis, die halt gesagt haben, so, die haben halt die Schnauze gehabt, wenn sie halt gezockt haben. Weil es dann irgendwie unangenehm war. Ja. So, oder denen vor den anderen Mädels das peinlich war, weil die nicht irgendwie als der letzte Ogre da stehen wollten. So. Daher ist es doch eine schöne Entwicklung. Ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, weil du da vorhin drüber gesprochen hast. Mhm. Wenn jetzt nicht noch irgendwie was, wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben, was du noch erzählen wolltest aus deiner Laufbahn. Mhm. Ja, und zwar diese Real Talk-Sachen, die du machst. Und du hast auch teilweise so Podcasts geführt, etc. Und da sprichst du viel Themen wie Mental Health an und sowas. Wie als Selbstbetroffene, wie schwierig war es für dich, mit dem Thema rauszugehen? Naja, schon ein bisschen schwer, weil du ja gerade im Internet machst du dich halt nicht nackig im Sinne von, du ziehst Klamotten aus. Für mich ist das Richtige nackig machen, du redest über deine privaten Probleme. Ja. Und das war schon ein bisschen schwierig, aber ich habe den Impact gesehen, was es halt macht mit den Leuten und dass es halt auch gut Anklang findet. Und halt gerade, weil nicht jeder Zweite darüber redet und halt denkt, es ist halt eine super krasse Krankheit, wenn du mit Depressionen ankommst oder sowas. Oder es wird halt runtergeredet, ey, ja komm, jeder hat gerade Depressionen, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit, so. Es kriegt halt trotzdem Gegenwind. Aber mir hat es halt auch geholfen, darüber zu reden, weil es ist halt für mich ist mittlerweile das Normalste, wenn ich sage, ja, hier, übrigens, ne, das und das und das. Easy. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den man gehen muss, einfach die Leute für diese Krankheit oder dieses Krankheitsbild zu sensibilisieren. Ja. Weil es auch leider eine totale Gesellschaftskrankheit geworden ist. So, aber ich glaube, das sind einfach die Zeiten, die das so hergibt. Klar, also ich kann jetzt auch sagen, es macht auch krank, wenn du täglich 10, 20, 30 Mal dein Handy guckst und Social Media konsumierst. Es macht auch meinen Kopf krank, wenn ich mir alle 10 Minuten Kommentare durchlese, wie scheiße mich die Leute finden. Ja. ist es viel bei dir? Das Leute, wenn ich so kontroverse Dinge hochlade auf TikTok, halt so dieses Diskussionsding oder so, dann habe ich auch schon echt das Bedürfnis, immer wieder zu lesen. Und also es juckt mich an der einen Seite nicht, aber es juckt mich, dass die Leute so dumm sind. Ja. Ja, das ist... Ja, okay, das verstehe ich voll. Also, ich glaube, wir haben alle ganz gut gelernt, dass man solche Sachen nicht zu nah an sich ranlässt. Genau. Aber man, im Endeffekt sind wir auch alle nur so Menschen, so dumm es klingt. Ja. Und keiner ist davor so richtig gefeit, damit umzugehen. Ja. Und ich glaube, ab einer gewissen Masse oder ab einer gewissen Quantität solcher Kommentare lässt man das irgendwie an sich ran. So, und es ist auch... Es ist auch irgendwie so ein Gesetz geworden, dass ein negativer Kommentar immer krasser auffällt als 100 positive Kommentare. Das einfach weil er der einzige negative Kommentar ist. Und dann nimmt man sich den viel mehr zu Herzen. Aber das ist, ich glaube, das ist was, wenn ihr selber so Content Creator seid, da können wir mal so einen kleinen Appell starten von Tante Jen und Onkel Henkmann, dann macht euch da echt nicht zu wild, also gebt dem nicht so ein Gewicht oder so viel Platz bei euch im Leben, weil im Endeffekt ist so das Internet, und es ist so schlimm, dass man das leider sagen muss, aber wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet und euch da ausprobiert und sagt, ey, ich würde gerne Content Creation beruflich machen, dann müsst ihr leider damit rechnen, dass es viele Leute gibt oder ein paar Leute gibt im Internet, die euch, auch, sei es völlig grundlos oder mit Grund, egal, die euch einfach scheiße finden. Ja. So, und ich glaube, du lebst schon mal deutlich friedlicher, wenn du dir darüber bewusst bist und dann sagst du, alles gut. Kannst du ja nicht einfach blocken, weg damit. Ja. Also je nachdem, wenn's, da muss man ja unterscheiden zwischen berechtigter Kritik und bla 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 und der ganze Kram. Und damit kann man ja irgendwie umgehen. Ja. So, aber wenn es halt so richtig platt ist, so richtig dumm, schmeiß raus. Way. Und es ist auch diese alte, du kennst auch noch aus alten Twitter-Zeit, diese dumme Regel, wer blockt, verliert. Ja. Bullshit. Bullshit. Stumm schalten. Oder rausschmeißen. Dann habt ihr euren Frieden. Ja. Ich finde nochmal für Content, und da finde ich das geil, diese Funktion, für uns als Content Creator, weil du dann einfach, du,
es geht nicht eine neue Diskussion auf, weil der sich dann irgendwie, der hat mich blockiert und macht dann auf einmal so voll das Fass auf, weil er so dünnhäutig darauf reagiert. Einfach stumm schalten, die Leute merken das gar nicht. Ja. Ist doch geil. Ja, das ist eine gute antworten. Funktion. Ja. Elon, wenn du das rausnimmst, ich komme vorbei, es gibt Stress. In folgendem Bit werden noch einmal Dinge wie Depression, aber auch Alkoholismus thematisiert. Um diesen Part zu überspringen, skip am besten zu 1 Stunde, 3 Minuten und 40 Sekunden. Nee, ich wollte, also wenn ich noch ein bisschen was fragen darf zu diesem Depressionsding, weil ich glaube, ich finde das wichtig, dass wir auch solche Themen angehen. Ich meine, wir können ja mal Friede, Freude, Eierkuchen machen, aber wenn ich dich schon da habe, so du so offen darüber erzählst, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also wie alt warst du, als du so gemerkt hast, okay, es stimmt irgendwas nicht? Es war schon so mit 17, 18. Mhm. Ich glaube, es war da bei mir eine große Rolle, dass ich die Pille genommen habe, weil die Pille ist halt leider dafür bekannt, dass sie auch Depressionen verursacht. Die Hormonbombe, die habe ich mit 14 genommen, bis 23 oder so, sehr, sehr lange. Und ich habe damals schon angefangen zu merken, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist halt so, alles ist cool und auf einmal ist es wie so ein Schalter. Mhm. Und irgendwie ist alles so, okay, eigentlich war doch gerade alles cool. So, hä, warum ist das jetzt so? Und dann fragen dich die Leute, was ist los? Und du kannst es nicht beantworten. Du hast Probleme, dich zu konzentrieren. Und es ist halt alles ganz komisch. Und bei mir war das so phasenweise. Und ich habe das mal bei meinen Eltern angesprochen. Und meine Eltern sind halt, ja, ich nehme dir das auch nicht übel. So. Aber eine Generation, wo es genau, das nicht gab. Genau, und es ist halt so ein, ja, komm, vielleicht brauche ich Therapie. Ja, nee, ja, komm, da haben mich halt so mehr oder weniger ausgelacht. Na, und bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich habe einiges aufzuarbeiten und ich sollte mal zu einem Therapeuten gehen. Und das war sehr, sehr angenehm. Macht das, Leute, es ist nicht schlimm. Wir können es rausschneiden, musst du nicht beantworten, wenn es zu deep geht. Aber sind es Erlebnisse von früher, die das quasi, also die dich in diese Depression zurückbringen oder die das bestärken? Oder ist es ein allgemeines Gefühl, was du nicht auf irgendein Erlebnis zurückwirken? Weil ich weiß nicht so viel, deswegen stelle ich so dumme Fragen jetzt gerade. Also bei mir ist es, ich rede da sehr offen drüber, mein Papa war Alkoholiker und der war sehr, sehr toxisch halt meiner Mutter gegenüber und alles. Und ich war selber mal in einer toxischen Beziehung, fast 4 Jahre. Ja. War echt hart. Und ich habe jetzt immer noch, wenn ich irgendjemanden in meinem Umfeld habe, der auch nur aus Spaß sowas macht oder irgendwas, so in der Art und Weise einen Witz bringt oder so, instant, wie so ein Trauma, was immer wieder hochkommt. Das ist halt einmal zurückzuführen auf meine Kindheit, dann auf meinen Ex und halt so, oh ja, das ist halt bei mir so ein kleiner Triggerpunkt. Wie muss man sich diese Aufarbeitung mit Therapien vorstellen? Also über was redet man und wie bewegt sich quasi, also wir machen jetzt keinen Leitfaden oder so, ja, ist gut. Aber wie bewegt man sich quasi durch diese Therapie durch? Was ist das für ein wie lange geht so eine Therapie? Bist du immer noch in Therapie? Und wie ist quasi so der Arbeitsweg? Also mit welchen Mechanismen versucht man, dieses Aufarbeiten zu vollziehen? Also es ist halt, du musst dir das vorstellen, ich habe da meine so eine Frau gegenüber von mir sitzen gehabt in einem großen Raum. Der Raum war riesig, da war nur eine Glocke. Der war unfassbar riesig. Eine Glocke. Ich weiß nicht, warum, da war eine Glocke. So eine Klingelglocke oder so eine Glasglocke? So eine Glasglocke. So, und aber war da irgendwas drin? Oder? Nee, einfach so. Es war einfach eine Glocke. Keine Ahnung warum. Eine Glocke. Okay. Und ich glaube, sie wollte damit halt, damit du gar keine Reize sonst auf dich wirken hast. Und es war nur 2 Stühle. Und erst wird halt gefragt, ja, was machst du so, bla bla. Und dann fängt das halt an, das Bohren. Ja, erzählen Sie doch mal von Ihrer Kindheit. Wie war das? Also wirklich so, du machst dich komplett nackig. Du erzählst einmal alles. Und ich hatte diese Sitzung einmal in der Woche gehabt und ich war ein Jahr lang in Therapie. Also ich habe das wöchentlich ein Jahr lang gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, also ich bin dann Woche für Woche hin und wir waren halt irgendwann durch mit meiner Kindheit und alles. Und über Strategien, wie ich halt aus dieser Depri-Phase rauskomme. Und irgendwann bin ich halt immer wieder hin und sie fragte mich halt immer wieder was. Und es war halt alles gut. Ich war halt alles gut immer. Es war so, ja, das ist gerade passiert und das. Aber hast du dich auch wirklich gut gefühlt? Voll. Okay. Ich habe mich dann da wirklich echt gut gefühlt. Es war dann so ein, du denkst dann auch zu Hause so mehr über die Dinge nach und woher das alles kommen könnte, so irgendwelche Ereignisse in deiner Kindheit und so, wo du dachtest, krass. Aber konntest du das mit deinen Eltern auch nochmal aufarbeiten? Naja, ich habe meinen Eltern halt erzählt, so, pass auf, Folgendes, ich bin gerade in Therapie, damals in der Kindheit lief halt einiges schief und ich bin halt auch sehr offen, ich habe gesagt, ich fand die Erziehung
nicht geil mir gegenüber. Und ich kann da so objektiv drüber reden, so kann sagen, es war zwar ich, aber ich kann so tun, so, hey, da war das Kind und ihr, das war scheiße und das war scheiße und das war scheiße, so. Das sind halt so Dinge, wenn ich mal Mutter bin, ich mache alles, ich will das halt gar nicht so machen. Yeah. Komplett alles anders dann. Aber es ist halt auch wieder die Frage, also es ist wie so ein, die Therapeutin hat mir das erklärt, wie so ein Zirkel, der sich halt nicht unterbrechen lässt, außer eine Person geht mal zur Therapie. Es hat immer wieder zurückzuführen auf die Eltern und dann wieder und dann wieder. Meine Eltern hatten auch Probleme mit ihren Eltern. Das ist immer das Gleiche. Ja. Teufelskreis. Ja, genau. Wie ist dein, also nimmst du das deinen Eltern krumm? Wie ist dein Gefühl gegenüber deinen Eltern, wenn du jetzt, ich sag mal, man könnte ja dann so fast nachvollziehen, wenn man sagt so, ja, die haben so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen verkorkst bin oder so. Ja. Das ist ein bisschen ein dummes Wort, sorry. Ja. Aber irgendwie so, dass du halt auch diese Belastung mit dir trägst. Ich nehme denen das gar nicht krumm, weil es gab halt Gründe, warum sie halt in so einem Kreis einfach gefangen waren, warum mein Vater in die Alkoholsucht gefallen ist und ja, also es ist halt einfach passiert. Ich kann sagen, ich habe das aufgearbeitet, ich bin drüber hinweg, ich sage ihnen, was ich scheiße fand und ich habe jetzt nicht so die beste Connection zu meinen Eltern, aber es ist auch nicht mega scheiße. Ne? Ja. Ich melde mich trotzdem und sage, hey, alles gut, bla. Mittlerweile bin ich für meine Mutter zum Beispiel wie so eine Art Vorbild auch und sie fragt mich auch mal über Sachen, also sie fragt mich nach Rat oder so. Ja. Ist halt, ja, auch ist entspannt. Was würdest du Menschen raten, die mit dem, was du gerade erzählst, so relaten können oder vielleicht ähnliche Erfahrungen machen? Also was wäre so der erste Ansatz, wo du sagst so, ey, so geht dir am besten an, dass sie die Diagnose bekommt? Auf jeden Fall, das nicht geheim halten, nicht alles in sich reinfressen und sich zurückziehen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, mit so einer Scheiße dich zurückziehen. Also Leute suchen, mit denen du offen darüber reden kannst. Und wenn man nicht offen darüber reden kann oder dich jemand verpönt, dann sind das keine Freunde, finde ich persönlich. Ja. Und ja, die halt einfach ein sicheres Umfeld schaffen. Ein Umfeld, wo du selbst sein kannst. Ein Umfeld, wo du dich nicht verstellen musst. Und halt den Schritt wagen in Richtung Therapie. Das ist nicht schlimm. Wie hast du den Weg zur Therapie gefunden? Das war tatsächlich, bin ich auch sehr dankbar. Toro, kennst du wahrscheinlich? Ja, genau. Ja. Ich war mit Toro zusammen und ich hatte eine sehr, sehr schlimme Phase gehabt und ich habe es nicht alleine geschafft. Und er meinte, du brauchst Therapie. Und ich hatte die Kraft nicht. Und er hat für mich die Anrufe gemacht. Er hat für mich die Anrufe gemacht und gesagt, hier ist der Platz, du gehst da und dahin und dann war ich in Therapie. Das ist ja eigentlich schon paradox, dass man so einen Aufwand betreiben muss, bei dem gerade, also es ist eigentlich so die schlechteste Vorerkehrung, die du haben kannst für eine Krankheit, in dem Krankheitsbild, dass du halt sau viel bürokratischen Scheiß durchgehen musst, damit du überhaupt mal irgendwo einen Termin bekommst. Ja. So, das ist ja total, das ist ja das Paradoxe an Depressionen. Ja, also ich habe das Glück, ich bin halt privat versichert, ne? Bei mir ging es recht fix. Aber gesetzlich Versicherte haben halt nochmal viele Probleme damit. Gibt's, könnt ihr auch mal so ein bisschen in den gibt's gute Beiträge von ARD, ZDF, Mediatheken und so über Listenplätze der psychologischen Krankenkassen, ganzen Geschichten. Ist ein sehr, sehr hartes Thema, auch sehr politisches Thema, also innenpolitisches Thema, gesellschaftliches Thema. Aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben bestimmt aus dem Funkkosmos irgendein Video, was wir hier verlinken können. Aber es ist, ich bin sehr dankbar dafür, dass du da so offen drüber redest. Voll. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir sowas mal irgendwie thematisieren. Ich meine, wir machen immer hier Friede, Freude, Eierkuchen. So, aber nichtsdestotrotz, es sind Themen, die einfach leider alltäglich sind. So, ja. Und wo zu wenig noch irgendwie für gemacht wird oder wo zu wenig zugehört wird, gerade auch von Menschen, die strukturell vielleicht noch was besser machen könnten, gerade in Deutschland in Bezug darauf. Es ist echt schlimm. Also ich habe das Feedback halt sehr stark, dass Leute mir halt schreiben, wie dankbar sie sind. Sie suchen jetzt einen Platz, aber die hängen halt in so einer Schleife, die finden keinen Therapieplatz. Ja. Ja. Alter. Ja, toughes Thema. Na gut, Jen, pass auf. Wir kommen jetzt langsam, allmählich, bisschen, ja? Wenn es okay ist, kommen wir nochmal zu dem Thema, was mich interessiert. Und zwar,
Hast du vorhin erzählt, du reist viel rum und vorhin hattest du von meinem Mitarbeiterchen Shorty ein bisschen da auf dem Dings rumgelesen. Du bist sowieso ja Japan-affin, auch durch dieses ganze Cosplay-Ding. Und ich quatsch immer auch voll, das ist echt so ein typisches Thema, worüber wir immer in der Corner quatschen, weil es ja auch irgendwie so ein Influencer-Ding ist, so auszuwandern. Und wahrscheinlich wäre dann, ich glaube mal, naheliegend bei dir, weil du ja offensichtlich auch Japanisch lernst. Wann machst du das überhaupt? Ja, es ist immer so ein On-Off-Ding, weil es ist wie so eine On-Off-Beziehung, so, keine Ahnung, seitdem ich 14, 15 bin. Mit immer mal so peu à peu. Ja, immer mal, dann mal wieder nicht und dann, ja. Aber kannst du das anwenden, wenn du da bist? Ich kann die Basics. Also ich kann Essen bestellen. Das ist schon geil. Ja, ich kann Essen bestellen, ich kann ein bisschen sagen, woher ich komme, was ich so mache und so. Das ist schon cool. Und du weißt halt, wenn jemand über dich redet oder so, ist halt schon echt entspannt. Ehrlich? Ja, klar. Was, ist das so ein krasses Ding in Japan, dass die halt so sagen, so, ja, hier, guck mal da, die Europäer oder ja. So? Lästern die? Positiv, also gar nicht negativ. Ach, also ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ich war ja damals auch nur immer als Blondine da, helle Augen und wow. Was sagen die dann? Na, wie süß und wie schön und ach, wow und auffällig. Und die sagen immer, ich habe einen kleinen Kopf und große Augen und das ist so schön. Das ist so ein absurdes Kompliment irgendwie. Ja. Aber hey, krass. Voll süß. Aber bist du jedes Jahr in Japan? Ich war das erste Mal 2020 da, auf 2021 für 4 Wochen, dann war Corona. Seitdem bin ich 2023 und 24 jetzt nicht, 2022 und 2023. Ich war 4-mal da. Also 4-mal? 4-mal war ich da. Aber warst du immer in Tokio dann? Tokio, Osaka, Kyoto, sowas, ja. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt beispielsweise, ich sage, ich habe auch ein bisschen Bock, mal Japan. Ja. Ich habe auch mal ein bisschen Bock zu kicken. Und ich bin ja gar nicht so krass anime-affin. Ja. Aber ich finde es einfach spannend, in eine so moderne Kultur reinzuschauen, die aber trotzdem so anders ist als unsere. Mhm. Oder so anders als wie. Modern und alt. Grammatikalisch geht es richtig back up bei mir. Als. Als unsere. Als ja, unsere. So, ja, natürlich, klar, bin ich doof. Ja. So krass anders als unsere. Und da geht ja nochmal ein ganz anderer Film ab. Ja. So auch was so, was ich ja noch spannender finde, so modisch, popkulturell, gibt es auch nochmal so, ist auch voll geil. Alles. Ist doch richtig geil. Alles. Ja, müssen wir mal hin. Du musst mich da durchführen, Jen. Du musst auf jeden Fall, also die erste Anlaufstelle ist immer Tokio. Du kriegst erstmal so voll den Flash in deinen Kopf und du bist so überfordert von den ganzen Eindrücken, du kannst das nicht verarbeiten. Ich meine, es ist eine der Weltmetropolen, wenn ich jetzt nicht komplett doof bin, um die 20 bis 25 Millionen Einwohner. Ja. Was absurd ist. Ich weiß, wie viele alleine Schleswig-Holstein hat. Ich glaube, vielleicht ein Viertel. Ja. Es ist immens. Wirklich immens. Und man kann sich wirklich nicht vorstellen, ich habe nur als einzigen Vergleich eine Stadt, in der ich war, New York. Mhm. So. Und New York war für mich schon die Reizüberflutung des Todes. Mhm. Alleine wenn ich damals aus meinem kleinen, weiß ich nicht, 600, 700 Einwohnerdorf in Schleswig-Holstein 24 Stunden später am Times Square stehe, hat es mich erschlagen. Ja. So. Und Tokio muss das ja nochmal doppelt sein. Es ist wirklich krass, ja. So, wenn du da am, diese große Kreuzung Shibuya Circle. Die ist ja eigentlich gar nicht so groß, die sieht nur groß aus. Ehrlich? Ja. Die machen alle 0,5 mit Ja, das war aber das erste, was ich gesehen habe. Und ach, alle Leute, die ich zum ersten Mal mitnehme, ich sag, sei nicht enttäuscht, die ist kleiner, als sie aussieht. Aber es rennen halt sau viele Leute da mal rüber. Ja. Das ist so geil. Ab abends geht's los. Hast du, pass auf, wenn du jetzt jemandem was empfehlen müsstest, ja, für die erste Japan-Reise, was ist ein Super-Gen-Geheimtipp? Es gibt keinen Super-Gen-Geheimtipp. Für die erste Reise ist immer Tokio. Es ist ja, aber irgendwas in Tokio, wo du sagst, boah, mach das. Also ja. Vielleicht irgendwie so, geh mal Katzenkaffee. Boah, die Tiercafés finde ich scheiße. Geht nicht in Tiercafés. Geht nicht in die Katzencafés. Geht auch nicht in ein normales Café. Geht nicht in diese Maid-Cafés. Das ist alles sehr verrucht. Das ist mein Tipp. Geht nicht in die Maid-Cafés. Okay, das ist der große Gen-Tipp. Ja. Irgendwas, was Akihabara ist halt riesig, alles mit Manga, Anime, Shibuya ist halt einfach viel Shopping, viel Lichter, viel Spielhallen. Spielhallen ist ja auch Akihabara, Roppongi, wenn ihr saufen und feiern gehen wollt. Ja! Ja. So, Asakusa, wenn ihr so viel Tradition wollt, Tempel. Ist halt alles in Tokio und das ist halt alles so. Das ist absurd, ne? Ja. Wie ist es wie Berlin, dass man so von Viertel zu Viertel so eine Stunde braucht? Ist es so beschissen wie hier? Nö, eigentlich nicht. So 10 Minuten. Um nochmal zu verdeutlichen, wie scheiße ich Berlin finde. Also du kannst halt von der einen zur anderen Ecke sind es halt schon eine Stunde. Das geht aber. Warum kriegen die das hin? Die haben. Und Berlin nicht? Die haben die beste Bahn. Alles. Dicker, Spandau, Adlershof.
Anderthalb Stunden, du bist unterwegs. Das kannst du nicht vergleichen. Ist doch scheiße. Ach, Berlin. Die haben das beste System mit Bahn. Ist auch mal überpünktlich. Die entschuldigen sich, wenn es 2 Minuten zu früh ist, statt 5 Minuten zu früh. Entschuldigen sie sich. Ja, wirklich. Warum bedanken sie sich nur? Nee, die entschuldigen sich. Raus aus dem Zug. Nee. Jen, pass auf. Wir kommen langsam ein bisschen zum Ende. Okay. Und da machen wir immer das große Cornerbuch. Weißt du, was das Cornerbuch ist? Nein. Deswegen erkläre ich es dir jetzt. Okay. Das ist immer das Freundebuch für alle meine Freunde, die in der Corner waren. Mhm. Und das gehen wir jetzt durch. Bist du bereit? Mhm. Wirklich? Ja. Okay. Sie ist kalt langsam, ne? Ja. Okay. Name? Jennifer. Ja. Die Jennifer. Ja. Spitzname? Sagt man, da gibt es Leute in deinem Umkreis, die Jenny nennen? Meine privaten Leute, ja, die mich nicht aus dem Internet kennen. Die Early OGs. Die Early OGs, nämlich Jenny. Wenn ich zu Starbucks gehe, sage ich auch nicht Jen, sondern Jenny. Jenny. Ja. Schreibst du deinen Jenny immer mit I oder mit Y? Mit Y. Das sieht cool aus, oder? Ja, so ein schönes Ende. Wie aus Forrest Gump. Die ist auch Jenny, oder? Ich glaube, ja. Brauchst du nicht googeln, ich bin mir relativ sicher. Wenn man dich jetzt auf der Straße sieht, so nennt man dich am besten Jen. Ja. Hey, Jen. Ja. Alte Potsau, ja, Jen. Was geht ab, ne? Alles geht aus. Ab, okay, wann hast du Geburtstag, Jen? Am 25.12.94. Am ersten Weihnachtsfeiertag? Ja, ich krieg nie Besuch, man feiert nie meinen Geburtstag. Ja, aber kriegst du doch Doppelgeschenke. Oh, ich hasse das. Ist scheiße, oder? Naja, es ist immer hier ist dein Weihnachten und Geburtstag. Ja, ist doch kacke. Oder am Geburtstag noch mit Weihnachtspapier umwickelt. Ja, das ist Arsch. Das ist scheiße. Das ist echt Arsch. Mein Leben lang schon. Da kannst du auch nicht in der Schule beneißen lassen. Nee, dafür. Gar weißt nicht, du, hast gar ja nicht. Geburtstag. Nee. Ja, voll kacke. Was ist das für ein Sternzeichen? Steinbock. Bist du ein Sternzeichen? Du bist ein Sternzeichen aus, oder? So ein bisschen, nicht ganz. Okay. Was kannst du über, ich bin 10. April 1996, was kannst du über den Widdermann sagen? Mit Widder habe ich mich nie befasst. Warum? Nö, kann ich nie ein. Ich glaube, die sind nice. Was ist denn, hast du eine Lieblingsbeleidigung? Du darfst alles sagen hier. Du darfst alles sagen, das ist das Geile. Du darfst alles sagen. Ich hab... In der Lieblingsbeleidigung habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bevor das Kind kommt, ficken. Darfst du alles sagen? Ficken. Arschloch. Ja, Arschloch. Darauf Fotze sagen. Ist das geil? Alter, was? Ja, ja, ja. Mein Gott, nein. Ja, ja, das ist krass. Nein. Ja, ja. Danke, Mann. Funk. Nein. Nee, ich habe kein Liebes. Ich beleidige. Hast du keins? Nö, bist du nicht so eine Schimpfmaus? Nö, ich... Darf man wirklich alles sagen? Du darfst alles sagen! Ich sage immer gern Hurensohn. Ja, guck mal, das ist geil! Das ist ein klassischer Hurensohn. Ja, das ist super. Ey, hier darfst du raushauen. Okay. Muss auch nicht zensieren, das ist witzig. Hast du ein geheimes Talent, Jen? Kannst du ein Instrument spielen oder so? Nö, ich bin talentlos. Talent? Nein, du bist nicht talentlos, auf so einen Scheiß zu sagen. Ja, aber ich habe kein offensichtliches. Also nö, tatsächlich gar nicht. Das nervt mich, ich hätte gern Talent. Ich kann nicht mal singen, ich kann gar nicht. Kannst du nicht mal singen? Nee. Pfeifen? Nee. Kannst du laut pfeifen? Nee. Das ist geil, ne? Jetzt brauche ich nur noch einen Hund in die Uhr. Krass. Ja, ja. Alter. Cringe. Ich habe leider keinen Hund, den ich so ranpfeifen kann. Ich habe nur Shorty. Sorry. Die Leute müssen denken, hier sind wirklich die schäbigsten Arbeitsbedingungen. Nein, der wird fertig. Er hat endlich einen Stuhl bekommen übrigens. Hat er nie kleines gehabt? Update an der Stelle. Er hat einen Stuhl gekriegt. Ja, der muss immer stehen. Oh mein Gott. Boah, ich bin so ein Assi. Das ist Alter. Krass. Ist das krass. Nee, aber dem geht's nicht schlecht. Alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Was war denn mal richtig unangenehm? Irgendeine unangenehme Story. Vielleicht vom aktuell, vielleicht vom früher. Das ist auch so eine typische Smalltalk-Frage. Wir lernen uns gerade beim ersten Mal Date kennen. Ich habe nichts Unangenehmes. Gut, mich das nehme ich als Kritik auf, Jen. Du wirst nie wieder eingeladen. Fällt einer ein? Nee. Doch, einfach machst du es mir auch nicht. Hast du eine komische Angewohnheit? Ja, das ist eine komische Angewohnheit. Hast du irgendwie so Marotten? Ja, wenn ich manchmal mein rechtes Ohr berühre, muss ich auch mein linkes berühren. Wer hatte das auch? Nee. Weißt du, wer das war? Mauki war das. Aber die Folge liegt im Giftschrank. Nee, Mauki hatte das auch. Ja. Dass sie, wenn sie irgendwie mit der rechten Seite was macht, dass sie mit der linken das auch auswählen muss. Ja, oder wenn ich hier, muss ich auch hier. Das ist halt voll, das ja, ist halt crazy. Ist richtig weird. Ist das pathologisch? Ich weiß es nicht. Okay. Das findest du richtig scheiße. Was findest du kacke? TikTok-Kommentare. Social Media. Echt? Ja. Aber warst du voll cool damit? Ja, ich weiß. Aber ich könnte auch als Erzieherin arbeiten. Das ist paradox. Ja? Was magst du richtig gerne? Andere Pärchen, die sich knutschen, weil ich das schön finde. Das ist wirklich schön.
Ja. Küsst mal mehr rum, Alter. Ja. Ja, haltet mach mal, mehr Händchen. Mach mal rum. Hört auf, dass immer wow, zu verstecken, ja, hier. Spaß. Spaß. Was war deine Abschlussnote? Du hast denn ja, was hast du Abschlussnote dann für die Erzieherausbildung? Was hast du da gekriegt? Gibt's so, es gibt halt Durchschnitt, ne? Ja. Keine Ahnung, 2-0 oder so. Stahl, oh gut. Ja. Hast du auch, ja, Schule war 3-4. Super Sache. Hast du gerade einen Lieblingssong? Nee, ich hab's nicht so mit Lieblings. Nee, ich hab keinen Lieblingssong. Doch, hast du, Jenny, jeder hat einen Lieblingssong. Ja, Miley Cyrus, I Can Buy Myself Flowers. Ist das wirklich jetzt? Ja, ich höre den manchmal. Ja, das ist doch gut. Dann nehmen wir den, nehmen wir den. Pack mal drunter. Okay. Und jetzt brauche ich zum Abschluss, ja? Ja. Brauche ich einmal noch eine richtig schöne Gen-Weisheit. Was willst du den Leuten mitgeben? Oh, jetzt muss ich überlegen, du. Nicht schlimm, überleg, wir können noch schneiden. Ich bin nicht ganz sicher, was passiert jetzt. Nee, ich sag eine ernsthafte Weisheit. Also es ist, ich habe immer so paradoxe Weisheiten, die ich selber nie befolge. Eine Weisheit wäre, genießt lieber alleine manche Dinge für euch selber. Ne? Also tretet nicht immer alles breit. Ach so, und hört auf, alles zu überdenken. Macht einfach, sodass ihr später am Sterbebett nicht sagt, ach, hätte ich doch nur. Super! Yeah! Jen, das ist super! Das war gut, oder? Ja! Yeah. Jetzt ist es dreckig. Nein, das ist schöne Jen, es war eine wunderschöne Folge mit dir. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Und danke, dass du auch so viel erzählt hast und so. Und das ist so, so, so cool. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und ich erzähle uns nicht viel. Ich lade jederzeit gerne wieder ein. Oh, schön. Vielleicht. Ich hab mir auch sehr gut zugehört vorgekommen. Ehrlich? Ich erzähle sonst nicht viel. Hat sie gefallen? Ja. Sehr schön, das ist wichtig. Ja. Wir müssen auch so ein bisschen, kriegst nachher noch einen Feedback-Fragebogen. Nee, Spaß kriegst du nicht. Oh, den Aufwand machen wir den nicht. Okay. Nee, dann bedanke ich mich vielmals. Ich bedanke mich auch. Stehen wir jetzt so auf und sagen... Nö, machen wir nicht. Ich mache jetzt eine Moderation. Nicht so angekünstelt wie am Anfang. Freunde. Der hat vorher gesagt, wir laufen ihr, so rein. Ja, den Podcast hören oder schauen wollt, schauen könnt ihr es auf Spotify, auf YouTube und in den ZDF ARD Mediatheken. Alter! Ist das geil, Jonas. Oder? Ja, ja. Und hören könnt ihr auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen. Wir sind eigentlich überall verfügbar. Checkt gerne Jen aus. Schaut mal bei der vorbei, was die so macht. Was sie so treibt. OnlyFans gibt es gerade nicht, Freunde. Deswegen müsst ihr euch da ein bisschen zurückhalten. Und nervt sie auch nicht damit. Nee. Hier kommt ihr zu einem Video von Der Fall über eine Influencerin, die sich illegal Hyaluron hat spritzen lassen. Der Fall der Duygu Ö. Checkt das gerne aus. Und hier kommt ihr zur letzten Corner-Folge. Und dann sehen wir uns in hoffentlich naher Zukunft in der nächsten Corner. Dann leider ohne Jen. Bis dahin, macht's gut. Euer Henkmann. Tschüssi. Tschüssi.